Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde F1 2017 in der Mega-Koop-Saison. Heute mit dem Team Toro Rosso. Da haben wir den Ray und den Googie. Sauber, wo der Benny dabei ist. Der Michel fehlt heute leider auch zeitlich bedingt. Das Team Williams mit Markus und mir, Duki. Außerdem das Team Renault mit Kai und Marvin. Das Team Ferrari mit Viper und Maxi und das Team Force India mit dem Batzmann und dem Dave Gaming. Und außerdem auch in der Kommentatorenkabine der Leon. Hallo Leute. Was mich ja echt freut, der Uwe, der ist auch dabei, wa? Und ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, Dave hat beim Scheißen doch nicht alles rausgedrückt. Der drückt nämlich nur was anderes auf die Stimme. Wow. Und videodemonetarisiert. Ja, safe. Muss gleich am Anfang. Immer. Hä, warum demonetarisiert? Das ist doch voll cool. Stimmt. Fäkaliensprache kommt immer gut an. Kommen wir vielleicht in die Trends, müssen das jetzt aber ein Peak von jeder Minute muss sowas rein jetzt. Okay, ich sag einfach in jeder Minute Fäkaliensprache, perfekt, danke. Fäkaliensprache. Ja, wir sind hier im Kino unterwegs. Im Kino sind wir unterwegs. Im Kino, ja, wir sind im Kino unterwegs. Wir sitzen alle nebeneinander im Kino und fahren auf der großen Leinwand. Das wäre geil. Wäre schon irgendwie richtig aber, nice. Aber 20 mal Blitzscreen. Splitscreen. Da das erste Mal iRacing spielen und sich beschweren, dass die Größenverhältnisse nicht passen. Und das Cockpit ist viel zu riesig. Das ist ja kein richtiges 16:9, ne? Kinoformat. Ja, das kommt auch noch dazu. Ach, 800 auf Field of View einstellen, was soll das denn? Ist ja nicht 1:2 sogar? Hey, Kino ist immer 1:1. Kino ist das Original. Oh. Ist so ein ja, wie geht's euch denn, Leute? Seid ihr bereit für den... Nein. Ich bin tatsächlich ein bisschen müde und fertig, muss ich sagen. Ich bin bereit, jederzeit. Im Team Force India soll heute wieder dick Stress geschoben werden. Klar, ja. Also wir haben schon auf den Quali-Ausgang gewettet, also so ist ja nicht. Besser ach ist. Stimmt, ihr habt schon wieder gewettet, ne, ihr beiden. Haben aber wirklich diesmal auch wieder... Gebt ihr das irgendwann nochmal bekannt, was ihr gewettet habt? Oder? Das können wir gerne machen. Oh, Regen, Alter. Guck mal, die runde Wolke. Da regnet sogar nach oben. Raus, ja. Radial regnet es raus. Das ist ja echt scheiße. Aber am Rennen regnet es. Nice. Echt jetzt? Ja, am Ende. Jungs, das, was wir besprochen haben, Controller ist nicht erlaubt, ne? Ja gut, das habe ich nicht gehört. Jeder, der, glaube ich, ein bisschen schon gefahren ist, weiß, was dieser Regen am Ende zu bedeuten hat. Ja. Heavy Wets! Kann sehr vieles tatsächlich bedeuten. Ach was. Für mich ist das eine klare Sache, was da abgeht. Oh, im Quali könnte es auch noch regnen zum Ende hin. Echt? Okay. Da steht zumindest bei 90 Minuten Regen, aber man weiß ja nicht, was nach 45 passiert. Nach 45 sind wir hier ist durch. Ist eigentlich recht gut dokumentiert, was da seitdem passiert ist. Schauen wir mal. So, erstmal Maxi, hier. Du bämst mal wieder eine Runde. Bäm, Vespa oder was? Ja, genau. Da war ich zwischen den Autos und der Accessory. Ah, lol, okay. Ja. Ansonsten habt ihr die neuesten News mitbekommen. Die Formel 1 bekommt eine Live-Übertragungs-App. Ja, kostenpflichtig oder nicht? Ich hab da nicht weiter gelesen. Ja, 12 Dollar, glaube ich. 8 bis 12 war Dollar ist angesetzt. Im Monat, oder was? Ja. Jupp. Boah, ist aber übertrieben, ey. Dann und günstiger. Vor allem, du kriegst trotzdem RTL-Kommentare. Dann kann ja gleich bei RTL gucken, ey. Ja, aber ohne Werbung. Halt... Ja, dafür ist Werbung das einzige kein Highlight. Kommentar. Das ist wie beim Super Bowl. Ja? Hallo, sorry, aber... Du kriegst wir alle Feeder-Series und alle Trainings und so. Ja. Ist schon in Ordnung. Und ist immer noch billiger als Sky. Formel 3, ja, Formel nee, klar, 2. Also wenn du Formel 1 jetzt mega verfolgst und so, ist das auf jeden Fall ein mega Angebot. Ist, vor allem halt, weil du freie Kamerawahl hast und so weiter, das ist schon geil. Aber wenn du halt jetzt nur so Formel 1 so beiläufig guckst, so wie zum Beispiel ich, dann, lohnt sich nicht. Nee. Vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren wäre das geil gewesen, aber da wäre mein Internet scheiße gewesen. Also da gab's das vielleicht Apps. Doch nicht so geil sein. Ja. Ja, wie man es dreht, das kommt zur falschen Zeit. Solange der ORF überträgt, ist das für mich sowieso kein Thema. Ja, also ich bin zufrieden, dass die App kommt. Ich bin froh. Das glaube ich dir. Du hast eh viel zu viel Geld, du musst ja noch ein bisschen loswerden.
Ja, bei Dave schneidet das YouTube-Money schon so brutal rein. Das muss irgendwie raus. Ja, ja, das also ist wie die Formel-1-Testfahrten, ne? Wer fünf Monitore nebeneinander stellen kann, der hat auf jeden Fall genug Kohle. Da habe ich mir auch gedacht, alter Schwede. Ich dachte erst, es sind zwei Bilder so nebeneinander, bis ich gemerkt habe, dass es ein Bild ist. Weil es so in die Länge gezogen aussah. Jetzt spoilert nicht das gesamte Gaming-Setup. Nee, ich habe ja nur die Monitore gespoilert. Mit, ja, den beiden Rigs habe ich ja noch gar nicht angefangen. Und die PS4. Oh! Und die Rich 20 Boy. Grafikkarten. Von denen erstmal ganz zu schweigen. Mit denen hat er dafür gesorgt, dass seine Tischplatte gerade liegt. Deine wievielte PS4 ist das eigentlich? Meine zweite? Sicher? Ja, ich hatte eine normale PS. Im Jahr 2018. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, als die PS4. Egal. Thema wechseln. Ich habe übrigens noch drei Xbox. Nee, ich war. Egal, egal. Da ist Markus auf eine sehr, sehr goldene Ader gestoßen. Wieso ist er auf dein Konto, auf deine Kontodaten gestoßen, oder wie? Ja. P. Sherman 42, what have we wasted? Nee. Wow, Alter, sorry. Der Ferrari, ey. Der einfach schwimmen. Maxi, da hab ich dich gar nicht erwartet. Ja, Maxi ist wieder Blitz. Huch, wer ist denn hier reingekommen jetzt? Anton, warum bin ich jetzt zweimal drin? Ja, wahrscheinlich, weil du jetzt kurz austimst. Weil der eine disconnected hat, aber noch nicht getimeoutet hier ist, ja. Deswegen. Ja, Dave, zwei TeamSpeak-Accounts kannst du dir nicht leisten. Du heißt ja immer noch TeamSpeak-User. Nein, nicht mal deinen Namen konntest du dir leisten. Ja, der hat zu viele Buchstaben. TeamSpeak-User also Markus fährt hier mit 20-20 Flügel, der kommt auf der Gerade nicht über 300 km/h. Ja, ich fahre mit Zylinder am Schalter. Ist ja alles klar. Ich will mal einen letzten Kommentar loslassen. Da lassen. Ja, falls es bei den einigen Zuschauern war das ja nicht so richtig klar, wie die Entscheidung jetzt ausgefallen ist zwischen den pinken Pandern. Ja, dann machen wir es einfach ganz kurz und schmerzlos. Es ist einfach so geblieben, wie das Ergebnis auch eingefahren wurde. Jo. Ja, Anton und ich haben danach nochmal kurz gequatscht. Und dann haben wir uns irgendwann die Replays zugeschickt. Dann haben wir nochmal kurz zusammen gequatscht. Kurz die Freundschaft gekündigt. Freundschaft gekündigt. Das sowieso. Aus der Wohnung geworfen. Sind sie nicht verheiratet? Ja, ja, aus Scheidung, der Wohnung geworfen. Scheidung. Ja, man muss ja nicht gleich über Freundschaft kündigen reicht. Danach kann man nochmal über die Scheidung nachdenken. Ja, nee, aber... Keine Ahnung. Es verlief ja auch die Diskussionen unter den Kommentaren, in den Kommentaren, die verliefen ja auch. Oh. Ja, echt? Der, ja. sehr sachlich zu einem sehr, sehr großen Teil und ja, das sind einfach zwei unterschiedliche Philosophien der Zweikampfführung, die da ein bisschen aufeinander geprallt sind und ja, ich werde beim nächsten Mal einfach härter gegenhalten. Letzte Runde, beide pinken Pantos raus. Ja, das Problem, was ich halt gesehen habe an den Diskussionen bei dir in den Kommentaren, ist, dass sie halt nur die Situation bewertet haben, wie sie halt vonstatten ging und nicht, was wäre gewesen, wenn du nicht zurückgezogen hättest. Ja, das ist das Ding. Das ist ein bisschen das Problem gewesen. Also ich möchte jetzt niemanden fronten hier aus Daves Community, der eben gesagt hat, dass das Überholmanöver absolut korrekt und fair war von Anton. Ich möchte auch jetzt keine Partei für irgendjemand ergreifen, aber die Sachlage war ja die, dass Dave ja deutlich Tempo rausnehmen musste und sich nicht parallel dazu platziert hätte. Hätte er das nämlich getan, wäre es zum Kontakt gekommen und Dave wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Kiesbett liegen geblieben, während Anton vielleicht ohne größere Probleme weiterfahren hätte können. Und die Diskussion oder die Grundlage, was Dave halt so ein bisschen in Rage gebracht hat, war ja, dass eben er... das nicht so ein bisschen eingesehen hat, dass er wirklich diese Verzögerung machen musste, um dass es eben gar keinen Kontakt gibt. Also das war einfach die Grundlage und ich habe auch viele Diskussionen da ein bisschen durchgelesen und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass viele Zuschauer eben genau das nicht ganz verstanden haben, dass sie sondern nur das bewertet haben, wie es tatsächlich passiert ist und klar, da sah alles in Ordnung aus und war auch in Ordnung.
Ja, aber auf dem Bildschirm war das ja super, also schön, dass du es ansprichst, auf dem Bildschirm war das ja super entspannt, aber es, das ist halt das, was du sagst. Wenn es aber anders gelaufen wäre, dann wäre auch die Bewertung wahrscheinlich ein bisschen anders ausgefallen, aber ja. Das ist ja allgemein im Motorsport so, dass es öfters mal Situationen gibt, wo der eine ein bisschen sich entweder verbremst oder wirklich ein zu aggressives Manöver fährt und der andere einfach in weiser Voraussicht sagt, okay, hey, ganz ehrlich, dann zieh's halt durch, ich habe keinen Bock, dass mein Auto dadurch kaputt geht und zieht dann halt zurück. Das sieht dann in den TV-Bildern oftmals halt so aus, so von wegen, oh, guck mal, wird außenrum überholt oder oh, guck mal, wie blöd hat er das gemacht. Dabei wird eigentlich, wenn man die Telemetriedaten checkt, relativ ersichtlich, dass er der Schlauere war und halt einfach nachgegeben hat, weil er einfach mit der Dummheit des anderen nicht sein Auto kaputt fahren wollte. Nicht, dass jetzt die Aktion entsprechend dumm war oder sonst was, aber um das einfach nochmal ganz kurz angesprochen zu haben, es ging nicht darum, wie es abgelaufen ist, sondern was wäre gewesen, wenn eben Dave nicht vorausschauend zurückgezogen hätte. Und das ging's. Und das haben, glaube ich, viele nicht so ganz eben verstanden. Das war so das, was ich nochmal sagen wollte. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn man dann Anton irgendwie, wenn man das Ganze da in Ordnung sieht und sagt, ja, so ein Manöver gehört auch dazu, kann ich halt auch verstehen. Nur das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, das sind aber auch nicht viele gewesen, aber Leute, differenziert zwischen jemand ist wütend und vielleicht ein bisschen frustriert, also wenn man ein bisschen Racing-Verständnis hat, dann weiß man, wenn man ein gesamtes Rennen anführt und in der vorletzten Runde überholt wird, da kann man schon mal durchaus frustriert sein nach so einer Situation und dann ist es nicht gleich weinerlich oder Jammerlappen. Ja, das finde ich so ein Thema, was sowieso immer sehr leicht aus der Zuschauerperspektive gesagt wird, auch generell zum Beispiel, bestes Beispiel ist ja die tatsächliche Formel 1, sei es Vettel, Hamilton etc. pp. Wenn man Rennen fährt und auch wenn wir das jetzt hier nicht auf einem absolut professionellen Weg tun, aber trotzdem haben wir eine gewisse Anspannung ist ja trotzdem da. Und man darf dann halt auch nicht verkennen, man versucht ja trotzdem sein Bestes irgendwo zu geben, auch wenn wir nicht auf einem absolut professionellen Niveau sind. Und ich glaube einfach, wenn du eine gewisse Anspannung hast, eine gewisse Konzentration, da sind die Emotionen halt auch schnell dabei. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein bisschen, ja, so Rennen gefahren ist, auch im Digitalen natürlich, der hat auch schon mal Emotionen ausgelebt. Und es ist, finde ich, absolut nur menschlich, wenn man in so einer Situation sich aufregt und zum Teil vielleicht eben frustriert ist oder über seinen eigenen Fehler enttäuscht ist und so weiter. Das Entscheidende meiner Meinung nach ist immer, wie kann man nach der Situation, zum Teil auch einen Tag später oder sowas, nochmal darüber reden, wie kann man das Ganze differenzieren. Das ist das Entscheidende, nicht wie man die Situation aktiv bewertet. Manche sind halt ein bisschen cholerischer, sage ich mal, manche emotionaler. Manche sind halt ganz cool und abgestumpft auch schon in der Situation. Ich meine, da haben wir eigentlich ein gutes Kontrastbeispiel bei Duki und mir zum Beispiel. Duki ist immer so, ja, vielleicht hat er einfach Pech oder hat sich verbremst, vielleicht bin auch ich schuld. Also Duki macht erstmal so ein bisschen den Defensiven, was ich echt sehr respektiere, dass er das kann. Und ich bin halt einfach gerade das krasse Gegenteil. Bei mir, wenn einer mir in die Karre fährt oder ich der Meinung bin, dann bin ich erstmal, oh, was erlaubt es sich, tralala. Aber entscheidend ist, wie man es danach bewertet. Man guckt sich es nochmal an, man spricht vielleicht mit der Person, erkennt vielleicht, oh, okay, pass mal auf, das war ja eigentlich auch voll dumm von mir oder es gehören beide dazu. Und ich finde, das ist wichtig und dass man die Emotionen währenddessen auslebt, das ist halt so eine Charaktereigenschaft. Und ich finde, das gehört dann halt entsprechend zur Persönlichkeit desjenigen dazu. Wenn man das nicht mag als Zuschauer, dann ist es halt so, aber ich finde es trotzdem immer ein bisschen schade, wenn man dann so eine Person dann gleich als Heulsuse, Jammerlappen oder sonst was hinstellt. Habe ich oft genug auch in meiner Person gehört, in den Racings, die wir gemacht haben, sei es in Streams oder sonst was. Finde ich immer ein bisschen schade, weil ich mich doch selber sehr differenziert sehe nach dem Rennen und eigentlich bis jetzt immer doch eigentlich sehr sachlich immer Situationen danach bewertet habe. Natürlich. Es ist ja meistens auch eher mal ein Zeichen für emotionale Verbundenheit zu der Sache, die gerade passiert, ne? Also das muss man ja auch sagen. Das ist halt nicht so, die leck mich wie, am wie traurig wäre es, wenn wir alle sagen würden, ja, okay, ja, egal. Ne? Ja, also, wäre dann auch nicht geil. Und im Endeffekt war das, glaube ich, das bestgeklickte Megacorp-Video. Der Megacorp hat es also auch irgendwie gut getan. Na ja, dann. Skandale war sowieso. Also es ist jetzt, ich bitte jetzt nicht, jetzt einfach eine Revanche-Aktion von Dave bitte in dem Rennen. Hat Spaß. Ja, nee, also ich habe schon... Dave nackt vor der Kamera? Wie war das damals in Kanada mit Ken und Mirai? So. Was könnten wir mal machen? Ja, nee, muss ich auch dazu sagen, außer mir ist ja auch niemand fehlerfrei. Ne? Also das ist allerdings halt auch korrekt. Ja. Und was ist man da, wenn man da so einen Maßstab anlegt? Ne? Also
Ja, wir müssen uns halt einfach alle an Duki eine Scheibe abschneiden, bis er von Duki nichts mehr da ist. Das ist ja gut, weil von mir ist eh ein bisschen zu viel gerade jetzt. Den ganzen Hass in Duki einfüllen. Oh, wir müssen einfach mehr Need for Speed spielen. Ein Crash und ich explodiere hoffentlich. Da kommt dann die ganze Frustration bei ihm raus. Ja, nee, aber keine Ahnung. Also ich glaube, Anton ist heute ein bisschen ruhiger, weil ihm geht's nicht so gut. Ich glaube, ich Dave hat ihn vergiftet. Genau. Ich möchte auch mal wieder ein Rennen gewinnen. Im Rennen errecht sich schon vorher. Ich hoffe, der Barsch hat geschmeckt. Nee, aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir beiden halt auch schon unmittelbar danach einfach ganz normal miteinander quatschen konnten. Und es ist halt auch nichts Weiterführendes passiert. Wir führen unser Podcast weiter, wir reden auch so die ganze Zeit untereinander, machen die ganze Zeit unsere dummen Gags untereinander. Wie, kein Beef? Wo wir halt denken, schon so leichtes das ist doch langweilig. Ja. Das ist doch gar nicht zu YouTube Deutschland. Knister dem Team. Das ist Liebe, oder? Ja. Das sind Hiebe, Duki. Oh, Liebe. Liebe. Aber liebevoll. Liebe. Liebevolle Hiebe. Ja. Mit der Liebe, ja. Ja, nee, aber. Kann man die essen? Du oder die Hiebe? Die Hiebe. Die finde ich gut. Ja, ganz lecker. Kannst du meine Faust im Gesicht haben? Schmeckt garantiert gut, so. Dann ein bisschen Eisen. Da haben wir noch Gewalt hier drin. Also. Aber der Leon hat es schon fast vorweggenommen. Tatsächlich nicht meine Nacktbilder, aber Gui haben wir nackt die ganze Zeit. Frames, manchmal ein paar Frames eingestreut. Ja, könnt ihr mal ganz langsam mal Video gucken und öfter auch das Video komplett durchgucken. Vielleicht fällt es euch ja dann jemand auf. Vielleicht auch ganz am Ende. Bei allen gucken. Vielleicht am Anfang, in der Mitte oder ganz am Ende. Oder mittendrin irgendwo. Natürlich muss ich am besten durchgucken. Wer das Bild findet, der kriegt einen Keks. Schickt er mir die Adresse und der kriegt einen Keks. Wirklich jetzt? Ja, Ray, das ist doch nicht. Knapp hier, oder wie? Ja, ganz schön bei Ray zu gucken. Ja, das ist jetzt halt kacke, ey. Das war's jetzt halt. Ja, oder du lässt richtig viel Abstand und fährst dann ja, noch runter. Ja, aber die Zeit ist halt auch ein bisschen ins Knappe. Hast 3,5 Minuten 20 noch. Also ja, ich brauch fast so lang für eine Runde. Ich bin nicht so schnell. Hast du noch keine Rundenzeit? Nee, ich mach doch immer erst ganz am Schluss. Guck euch erstmal zu, damit halt immer so ein bisschen jemand von uns auf der Strecke ist. Nur wenn es jetzt regnet oder so, zieh ich es halt vor. Du willst dir noch die Linie abgucken, jetzt sei doch nicht so. Ja, von ganz der KI. Klar. Natürlich, von der KI. Von der KI. Schön. Ja, doof, ne? Aber hast du noch Sprit oder nicht? Da kannst du eine Runde kannst du noch machen. Jeder guckt dir jetzt auch zu, überhaupt kein Druck. Das macht mir nichts aus. Ich guck dir nicht zu. Ich muss 1,36 haben. Aber einen schönen Helm hast mit einer 49 drauf. Oder 48 oder was das ist. Ne, 49. 24. Nächsten guten Notenstern. Was für 20? Hochzählen, komm schon. Das ist ganz knapp nicht, oder? Wer macht da noch? Ich habe aus Tempo rausgenommen. Also Ray, du hast noch 2 Runden jetzt. Selbst wenn die Probleme machen sollte.
Schöne Rundenzeit. Damit es ein bisschen authentischer wird, das Spiel, wünsche ich mir, dass im Nachfolger auf jeden Fall die Testfahrten dazu kommen und dass man die im Schnee fahren kann. Ja, unbedingt. Oh, stimmt. Oder man einfach deutsches Klima einfügt. Ja, wobei, meine, im Sommer ist es ja minus 20 Grad. Keine Schneerennen in der Formel 1 einfügen, weil da hat der Max Verstappen definitiv Vorteile, weil da ist er schon mal gefahren. Also da muss dann automatisch immer disqualifiziert werden, der weiß nämlich, wie sich Spikes Reifen auf so einen Formel 1 anfühlen mit Schneeketten in Kombination. Das geht nicht. Klar, wir machen Hardcamp-Rennen, wird ja eh schon von Red Bull gesponsert, oder? Ja, genau. Weiß nicht, ob du hast mir auf jeden Fall eine neue Idee für ein Protagast 2 Video gebracht. Das will ich ja, doch mal ausprobieren. Black Screen. Oh ja. Formel 1 mit Spikes und Schneeketten, oder wie? Ja. Dann aber auf der alten Spar oder so. Ach, ist das schön, für 2 Minuten 40 jetzt einen schwarzen Bildschirm zu haben. Ja, ne? Entspannt, oder? Man muss die Fantasie, kann man mal einen schönen Döner essen bei. Ja, schmeckt's denn? Guten Appetit. Ja, dann. Dann kann man einen schönen Döner essen. Da kann man hier die Kameras durchswitchen. Wenn du während dem Rennen auf einmal kacken gehen musst. Boah. Das kommt gerade rein. Mach ich das wie die Rennfahrer. Einfach in den Sitz reinpissen. Ja. Wenn ich Rennfahrer wäre, würde ich sogar in den Sitz reinkacken. Schon direkt am Start. Da finde ich das Kommentar Anzug-Kackspray. Also das, wenn man den Kommentar komplett. Fäkalsprache? Wenn man den Kommentar komplett ohne Kontext hat, dann denkt man sich einfach nur so, what the hell? Nein, jetzt draußen, lass die Memes kommen auf jeden Fall. Ja, wir müssen doch den Kack Fäkaliensprache alle Minuten droppen, deswegen musste ich das jetzt machen, weil Dave hat es wieder vergessen. Hier ist wieder ganz schön knapp gewesen mit Maxi und Lodi. Guckt euch mal die Abstände an. Kacke. Oh. 19. Nee, nicht Kacke, Lodi. Mann. Aber auch zwischen Hamilton und mir 15.000. Die Wale für heute gefunden, würde ich sagen. Das ist der Beweis, Duki könnte vierfacher Weltmeister werden in der Formel 1, aber weil er langsamer ist als Alonso, kein zweifacher Weltmeister. Tut mir leid, Duki. Er muss halt den Zweifachen direkt überspringen, direkt zum Vierfachen. Dann könnte ich also quasi minus zweifacher Weltmeister werden? Ich verstehe es nicht. Ja. Nee, indem du mit minus 4 Runden Sprit losfährst. Na Dave, wie viel nimmst du mit heute zu wenig? Minus 8. Boah, neue Challenge. Ach, schade, ich weiß gar nicht, wie viel ich genau im Rennen mitnehmen werde. Dann sollte es noch unter Marga auch nochmal eine Stufe geben, Min. Im Kontrast zu Max. Oh je, ja. Ja, Blackscreen, oder? Ist das nicht toll? Ich hatte noch nie einen Blackscreen zum Glück. Du hast auch nie, habe ich gesehen, dass da oben links die ganze Zeit angezeigt wird, Rennen fortsetzen, ne? Das geht bei dir auch direkt immer weg. Den Bug habe ich nämlich gefühlt bei jeder Session. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie wird hier mit zweierlei Mars-Versionen gemessen, meine ich. Ja. Oh, Mars. Ja gut, ich hatte heute Mars Brownie auf der Entwicklerversion unterwegs. Das ist natürlich auch ein komplett anderes Thema. Kein Wunder, dass du gerade auf dem Klo warst, Dave. Bei den alten Menschen wird einfach auf Blackscreen gestellt, damit die Augen nicht so schnell kaputt gehen. Er hat heute 8 Mars Brownies. Ja, Dave ist 6 Runden gefahren, Alter. Was hast denn du gemacht? Ich bin 6 Runden gefahren. Ne? Nee. Oh, da war sogar richtig Echo, das war laut. Und zum Glück haue ich eure Spur auch nochmal nachher im Kompressor rein, sonst würde manches so unfassbar laut sein. Nee! Ja, das Lustige ist, bei dir finde ich sowieso, dass unsere Stimmen immer mega verzerrt klingen. Also ich weiß nicht, was dein Kompressor oder so alles verändert. Das ist nicht der Kompressor, ja. Der macht da so einen Smurf-Filter drauf, klingt alles ein bisschen wie Schlümpfe. Ich glaube einfach, Dave will einfach immer nur zeigen, dass er voll mega geil klingt und der Rest aber mega kacke. Deswegen sag doch nie, guck doch bei den anderen Leuten rein. Ja. Dann fällt's auf. Guck doch bei den anderen Leuten rein. Übrigens alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Ja, Kacke. alles nicht, aber vieles. Die das Affe. Meiste, ne? Ja. Ich meine, wenn die Links wieder so spät kommen, dann kann man nicht alles verlinken. Wenn die Links wieder so zu spät kommen, was? Verlinke einfach die Bibliothek zu Babel, dann ist eh alles verlinkt. Ich verlinke einfach Wikipedia. Kennt ihr die?
Bibliothek. Ja, eine Online-Bibliothek, die quasi generiert und sämtliche Kombinationen, alle möglichen Kombinationen aus dem gesamten Alphabet plus Punkt, Komma und Leerzeile, glaube ich, beinhaltet. Das heißt, das ganze Gespräch, was wir in den letzten 5 Minuten geführt haben, kannst du so komplett wiederfinden mit 1:1 allen Verhaspeln, Sprachfehlern. Da ist auch theoretisch ein Heilmittel für Krebs drin, hat bloß noch keiner gefunden. Solche Sachen. Da steht alles drin, sämtliche Kombinationen aller Buchstaben sind möglich. Sämtliche Kombinationen aller Buchstaben. Ja, das ist auch eine Kombination aus allen Buchstaben. Ja. Ja, Googie auch. Ich sag ja. Ich brauch doch nicht eine Internetseite. Ich brauch nur das anhören, was aus meinem Mund rauskommt. Das ist scheiße genug, das passt schon. Einmal hast du recht. Und unsere Fäkalquote ist weiter in der Höhe getrieben. In der Höhe. Oh. Unser Fäkalhumor ist in der Ho. Heute ist aber echt extrem schlimm. Liegt jemand in der Luft? Ist da zu kalt? Muss man sich deswegen mit schlechten Wortwitzen warm machen oder so? Ja, bei mir ja schon. Aber die Pupse ja, du, halten du auch warm. Ja, du hast doch nicht losgelegt, Doki. Ja, Ja, Doki heißt ja schon mal... Komm, Pferd zum Arzt. Sagt der Arzt, Pferde sind für dich erlaubt. Wow. So, Pensum für heute erfüllt. Ja, würde ich genauso sehen. Du willst auch keine Pferde beim Arzt erlauben, ne? Dann bin ich mit Tierarzt, ne? Jonathan Apelt. Entschuldigung. Hallo, Telefon! Jonathan Apelt? Oh Gott. Gleichzeitig, zumindest war es bei mir gleichzeitig. Telefon! Dann kann ich super synchronisieren später. Und bei mir war es auch gleichzeitig. Haben wir alle einen tollen Synchropunkt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es tut schon mal gut, sich einfach mal zurückzulehnen. Wie meinst du das? Ich habe die Beine hochgelegt und sitze jetzt hier mit dem Stuhl zurückgeklappt. Am Korb. Und, ja, so fahre ich auch immer. Echt jetzt? Ja? Ich habe meine Pedale stehen auf der Couch nehmen. Oh, das wäre so chillig. Das war halt echt richtig sick. War eigentlich ein ganzes Rig im Bett aufgebaut. Hallo Dave! Telefon! Was zur Hölle passiert denn da vorne? Telefon! Hier sind nur ein paar Dudes am Reifen sparen. Willst du vorbei? Ja, ich fahr jetzt halt meine Runde. Ja, ich auch. Okay. Hä? Okay, ja, danke. Ja, aber ich fahr langsam an, also. Denn die Devise ist, langsam rein, schnell raus. Das gilt auch für die Outlap. So langsamer die Outlap, so schneller die Fliegende. Bei mir wird's eher das eine flügende Runde. Und Grosjean wieder mit Alonso mit der Bestzeit. Der Arsch, Alter. Mann!
Wäre schon gut zu wissen, wann es regnen wird. Am Ende. Ja, aber wann? Wenn die ersten Tropfen vom Himmel kommen. Wenn Petrus wenn die Sonne meint, er muss sich entleeren. Dann wenn die Sonne nicht mehr zu sehen ist. Oh. Bist du zufrieden, Dave? Womit genau? Alle Informationen, die du brauchst. Ja. Die Meute kommt zurück an ihre Stelle. Thoros aus Fahrrad Nummer 2 muss wieder warten. Nee, das ist der 1er-Fahrer, der warten muss. Eieiei. Immer die Nummer 1. Die muss immer warten. Ja, leider. Muss nämlich die noch Nummer eine Zeit setzen. Oops. Our best lap so far is a 1:39.9. Oh, wie ruhig es hier plötzlich ist. Obwohl Dave of Mediums. Er war doch zu erwarten, wegen des Regens. Voll deprimierend, mit super Softs langsamer zu sein. Everyone ready? Okay, let's go. Ja, Dave ist immer wieder in einer anderen Welt hier. Abgehobener YouTuber halt. Ich glaube, abgehoben waren wir alle nur in Österreich. Als es diese Mega-Curbs gab. Und bei Nipo Speed. Oh ja. Nee, ich nicht. Ich hab's ja nicht geschafft. Bin Warte. Am Boden geblieben. Ja, bodenständig. Weil da der Vorschlag auch schon kam, wir sollten mal Track-Cars aufbauen mit maximaler Sprungfähigkeit. Sollte ziemlich gut werden. Wollen wir auf jeden Fall schon, wenn es Rennen losgeht, mir ist es ziemlich kalt hier gerade. Auch die Heizung kaputt. Nee, aber ich habe mich zu stark entkleidet hier. Mensch, du fährst, fährst du auch immer nackt? Es ist besser für die Aerodynamik. Ich habe nämlich so krasse Zellulite und dadurch kriege ich einen Golfball-Effekt. What the fuck? Ich habe leider die Oberschenkel meiner Mutter gegeben. Gott. Wenn das jetzt Dukis Mutti erfährt. Mama Duki. Also wenn jetzt die Fäkalienquote erfüllt wird, bin ich raus. Also wenn man nicht mal mehr über seine Zellulite sprechen darf, dann macht YouTube aber eindeutig Fettshaming. Ja, Zellulite kann man auch haben, ohne fett zu sein, oder? Ja. Ich weiß es nicht.
That's P2. You're currently in second place. Na, knappe Geschichte. Oh, im Leerlauf fahren ist nicht so geil. Nee, das hat nicht viel Vortrieb, was ich so in Erinnerung habe. Gugi, wie sieht's bei dir aktuell aus? Wie meinst? Achso, P9. Okay, reicht das? Ich schätze mal. Okay. Sag mal so, oh, Dave, du bist sowieso schon vorbei. Ich kann mich nicht mehr verbessern. Nur noch ein paar Linien-Sachen getestet jetzt, also Big Spell bewegen ist. Was ey, Platz 3 bis 10, halbe Sekunde Abstand. Was hat Dave vor? Warum? Was macht er? Auf Supers fahren. Was hat DAV davor? Der fährt sich schon mal für Q3 ein. Kai, versuchst du dich gar nicht mehr zu verbessern? Ne, ich habe in Q1 habe ich zweimal Supersoft genommen und würde ich jetzt nochmal aufziehen, dann würde ich so viel Reifen verschwenden und in die Top 10 komme ich wahrscheinlich eh nicht. Oh, Schwarzbild. Okay. Sind ja 10 Spieler und Maxi kriege ich vielleicht, aber das wird mir nicht viel bringen. Außer Reifenschaden. Lieber auf dem frischen Reifen starten. Ja, was bringt dir Platz 10, wenn du nachher richtige Kackreifen hast, dann hast du mit Platz 11 auf jeden Fall bessere Karten oder 12 in deinem Fall. Aber es ist ganz schön eng, ey. Was ist Scheiß. Brutal. Becher hast du jetzt noch zu Ende? Bitte kurz um Ruhe nur. Krass, ein Top 10 nur aus uns. Das ist halt geil. Nee, nicht ganz. Ah, Lodi fehlt. Hä? Eine ist trotzdem ein Top 10. Ja, okay, ja, gut, ja, aber es ist nicht jeder da. Dabei. Ich find's nur extrem. Ja, das ist schwierig bei 11 Leuten. Eine Top 10 aus 11 Leuten zu bilden. Das Kranke ist, zwischen Rang 3 und 15 ist nicht mal eine Sekunde. Geil. Und 14, so, sorry.
Ja, ja, das sage ich ja, das ist mega eng, das ey. Wenn du enorm. Da irgendwo einen leichten Verbremser oder so gehabt hättest, dann wäre Ende gewesen. Ne, 44 im Moment. 30 ein bisschen. Stimmt. Du hast, Dave, jetzt, du hast wirklich du hast deine beste verbessert. Zeit mit Supersofts gesetzt? Ist das korrekt? Ja, oder? Ja, ja, ist korrekt. Korrekt. Boah, du hast doch jetzt dann mehr Tireware beim Start drauf, oder? Ja, der hat frischen genommen wahrscheinlich. Ja, ja, klar, aber weil er ja praktisch bei Ende der Session über Ziel gefahren ist, simuliert die KI nochmal die Runde in die Box. Ja, zwar habe ich mir auch gedacht, als ich über die Linie gefahren bin und dachte, ha. Shit happens, ha. Ja. Um wieder mal das Wort Shit mit in den Raum zu bringen. Scheiße passiert. Um die Quote zu halten, ja. Ja. Ja, mein Ziel Leute ist eigentlich im Rennen vor der KI zu landen, weil ich habe echt keinen Bock mit der KI durch die erste Kurve zu fahren. Manche Leute machen sich Gedanken über die Frauenquote, ja. Manche über die Kackquote. Oder beides. Frauenkackquote. Ah. Die soll es ja auch geben. Frauenquote, was? Hey, ist euch was aufgefallen? Ich hab schon wieder. Nee, das sagt man nicht. Boah, ja, jetzt, wo du wieder dabei bist. So, okay, jetzt Q3 wieder ein bisschen Concentration hier an den Start bringen. Concentration in the Lation. Alles rauslassen und dann. Ja. Boah, Junge. Sag mal. Alles raus, oder was? Jetzt bleibt wieder monetarisiert. Bram hier im Gespräch, oder was? Viper, bist du vor mir? Ja. Gut. Noch. Ja. Bin mir sicher. Die meisten Zuschauer werden sich jetzt wieder gedacht haben, oh, der wieder mit seinen Mindgames. Hey, was? Ja, als ich mit den Supersofts rausgefahren bin, hat auch keiner von euch geglaubt, dass ich sie wirklich nutze. Nee, ich hab gedacht am Ende, dass du einfach nur so ein bisschen nochmal fährst, aber... Ich hab mir das schon gedacht. Meistens steckt bei dir dann irgendeine Strategie dahinter, weil es ja regnet gegen Ende des Rennens. Ja, dich zu verwirren unter die dabei letzten zwei Runden des Rennens wird's regnen, korrekt. Dich zu verwirren steht dahinter, ne? Wahrscheinlich. In dem Wort wahrscheinlich steckt das Wort Arsch drin. Auch ein bisschen falsch geschrieben, aber... Nein, ist richtig. Das wahrscheinlich richtig. Ja. Wenn man es ausspricht, auch im Wort Warstein, ne? Oder Warschau. Alle polnischen Zuschauer haben gedisliked.
less than a lap of fuel now. The tank is empty. So still hier. Checks complete. We're ready.
expect to potentially see some rain about 10 to 15 minutes from now. Ja, GZ, Anton. Jo, GG. Ja, Glückwunsch. Gratulation. GG. Mit angeschlagenem Boden. Respekt. Ihr seid viel zu schnell, ihr Schweine. Kacke. Ja, 2 Sekunden. Ja. Leider, ey. Die ganze schöne Knappheit aus Q2 wieder weg. Ja. Was ist damit? Oha. Das Auto? Nee, das ist meiner, oder? Oh. Na denn los? Ja, Viper steht mit einem kaputten rechten Reifen und du stehst daneben, Gugi. Nice, nee, und die KI Ray, von Marvin doch. Schießt gerade Benny ab. Das ist Ray, das bin ich. Das ist Ray. Ja, meiner wird kein Benzin mehr haben. Ich bin mit 0,00 über die Linie. aber leider, deswegen muss ich die letzte Kurve mit Standardgemisch fahren und das hat mir dann genötigt, die Befehl und die Zeit verbessern. Das ist ja gar. Nee, bei dir ist die Vorderachse ab. Nicht wegen Sprit. Ja, das halt auch noch. Ja. Ich bin mit 3 Rädern gefahren, die Zeit. Ja. Das ist gar nicht schlecht dafür. Ja, finde ich. Kann geringerer Rollwiderstand auch einfach, ne? Also, ist gar nicht so dumm. Ja, ich habe. Ach, keine Ahnung, ich bin nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Jetzt fährt Ray, ne? Also, die KI, meinte ich. Hättest wenigstens Viper mitgenommen. Oh, Maxi, wie knapp. Oh ja. Ja gut, da geht's dann in die Chanels der anderen und dann der so ziert unter so, wat bla. Ich weiß nicht, was ich sage, scheiße. Grüezi. Wow. Dann jetzt der andere Nutter zu Potter. Du Potter. Jetzt hab ich mich dabei auf den Zunge gebissen. Au! Scheiße. Oh, was soll das denn? Aua. Benni, wo willst du hin? Erstmal Maxi und Marvin nicht zusammen. Ah ja, hoppala. keine Ahnung. Er macht das zum ersten Mal heute, müsst ihr verzeihen. Schieb mich zu Duki. Das ist immer lustig okay. Mit denen. Ja. Der arme Markus. Eieiei. Ei, ei. So, und wir gehen dann noch in Raum 5. Aus meinem Raum. So, soweit ja alles aufgegangen, oder? Fuck, ja, außer das Wetter. Guck mal, der Regen. Ich dachte, der Regen kommt erst im letzten Ding, der kommt schon zur Hälfte des Rennens. Gut, jetzt wäre die Idee soft, super soft. Müssen wir, weil die soft wirst du niemals so lange ziehen können, eben. Bis dass der Regen wirklich Sinn macht. Dann lass umswitchen auf Soft, Super Soft, weil da sind wir, wenn wir unten schauen, wenn wir auf die untere Strategie schauen, da kommen wir dann gut bis Runde 17. Ja. Und da regnet es dann mit Sicherheit schon und dann können wir entscheiden, wie es ist, ob wir nochmal auf Soft gehen, wie wir es hier unten in der unteren Grafik sehen. Ja, zum Glück habe ich einen Super Soft gespart im Quali, ey. Ja, ich auch. Oder ja. Gehen wir auf Inters, wenn das Wetter schlechter wird. Ich denke, das ist Inter-Wetter, das ist kein Heavy-Wetter. Na, das schon, aber vielleicht wird es ja auch nur so viel regnen, dass es noch keinen Sinn macht, auf die Regenreifen zu wechseln. Dann haben wir immer noch einen frischen Soft in der Hinterhand. Ja, klar. Was mit Sicherheit dann auch gut, schneller sein wird, als die harten. Ja.
Ja, müssen wir wohl fast die Strategie machen, ja, da unten. Alles andere macht da gerade keinen Sinn. Nee. Prittechnisch? Ja, man könnte höchstens halt den Soft nochmal eine Runde länger, also auf 11 ziehen. Und dann können es den Super Soft halt auch nochmal eine Runde länger. Ich weiß halt nicht, wie... Muss sowieso 11, einer 10, ansonsten geht's eh nicht. Ja, wir gucken mal, was halt Jeff so ein bisschen sagt zum Wetter und so weiter. Und dann, ja. Ja, doof, ne? Hätte Dave lieber ruhig auf den Mediums bleiben können im Quali. Dann hätte er jetzt wirklich gute Strategie gehabt. Naja. Was soll's, ne? Ja, Sprit nehmen wir 31 Runden mit. Vielleicht 38 oder so kannst du machen. Okay. Ja. Ich nehme glatt 54, sind es so nah. Ja, dann hast du zu wenig. Ja. Also 31 soll's ungefähr, musst du. Ja, ich gehe sogar auf 31,2, weil ich die erste Runde in der Regel immer fett fahre. Ja. Ja gut, schauen wir mal, was wird. Wird spannend. Regen bringt viel durcheinander. Regen ist eigentlich ein Dave seine Bedingung, der er einfach in Formel 1 die meiste Regenerfahrung hat. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja. Das macht hier viel aus, weil das Thema ist halt, wir hatten es auch in dem Teststream, den wir erst hatten, das Problem oder auch angesprochen, dass im Regen alle Lenkradfahrer, was wir alle de facto sind, kein Force-Feedback oder kaum Force-Feedback im Regen haben. Das heißt, man muss halt wirklich aus Erfahrungswerten fahren. Man muss halt gucken, ja, wie schnell kann ich eine Kurve fahren? Und da macht natürlich Übung viel aus. Deswegen sehe ich hier Dave tatsächlich als Favorit, um das einfach vorweg schon mal zu nehmen. Grüß dich, Dave, falls du es hörst. Weil dadurch, dass er jetzt die Supersoft am Anfang hatte, wäre eigentlich eine dumme Strategie gewesen, aber durch den Regen ist es eigentlich wieder voll okay, dass er es macht. Ist sogar eine bessere Strategie, auf den weicheren zu starten. Von dem her hat er sich alles richtig gedacht. Schade. Ich dachte wirklich, der Regen kommt erst da von den 6 Symbolen am letzten, weil dann hättest du einfach weiterfahren können, trotz Regen. Da hättest du nicht auf Regenreifen gehen müssen. Aber wenn es zur Hälfte des Rennens regnet, dann musst du auf jeden Fall auf Intas gehen. Gehe ich davon aus. Es sei denn, es ist so ein Wetter, was wir auch schon mal hatten, im Silverstone-Test. Weißt du das noch? Wo du trotzdem auf den trockenen Hess bleiben können. Weiß ich noch. Obwohl es gar nicht so stark geregnet hat. Das Problem ist, das weiß man ja im Vorfeld nicht. Wobei, ich hatte... Jetzt kommt eine Nuance aus der Benny-Korb, wo ich ja mit Benny unterwegs bin. Da sind wir auch bereits China gefahren. Ja. Und da war es ungefähr ähnlich, da hat die Wolke 1 früher angefangen. Aber da hat das Wetter immer hin und her geswitcht. Einmal warst du mit den Trockenen schneller, dann wieder mit den Inter schneller. Okay. Da ging DRS an, aus. Also es hat wieder ein bisschen stärker geregnet, dann hat es wieder nachgelassen. Dann waren die Trockenreifen wieder schneller. Ja, wir werden sehen, wir müssen auf alles gefasst sein. Es wird spannend und mal gucken, ja, sage ich jetzt einfach mal. Ja, China nicht unsere Königsdisziplin, glaube ich, was die Strecke betrifft, aber ja, so ein Top 5, Top 6 Teamergebnis wäre schon nice, ja, sagen wir jetzt einfach mal. Ja, also ich glaube, normalerweise unsere Plätze müssten wir schon nach Hause fahren. Wird schwer, aber... Nee, ich meine, in dem Bereich, wir sind aktuell in den Top 6, da sollten wir normalerweise schon beide nach Hause kommen, sofern es keine Zwischenfälle gibt. Genau, das meine ich, dass wir beide halt in der Top 5, Top 6, das wäre schon Bombe. Gut, wir sind raus, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao!